Mit einer seismischen Messung werden von sogenannten Impulsgeberfahrzeugen schallwellenartige Schwingungen in den Untergrund gesandt und diese Schwingungen dann in großer Tiefe bis zu mehreren Kilometern von entsprechenden Gesteinsformationen zurückreflektiert und an der Erdoberfläche mit sogenannten Geophonen aufgefangen und gemessen. There's a hydraulic mass in the middle which moves at 90 Hertz, 90 times per second. And this sends a signal into the earth which we measure on seismic geophones and in the end we can build a photograph of what is down in the ground. Nach Abschluss der seismischen Messungen werden die großen Datenmengen, die dabei anfallen, mit leistungsstarken Computern prozessiert und analysiert und in ein dreidimensionales Abbild des Untergrundes überführt. Diese Daten werden dann unseren Geologen und Geophysikern von der OMV zur Verfügung gestellt, die sie mit leistungsstarken Computern interpretieren und im Idealfall ein Erdgasvorkommen auf diesen seismischen Bildern erkennen können. Ist das der Fall, wird eine Bohrung, eine sogenannte Aufsuchungsbohrung, auf diese Struktur geplant, die in mehreren Kilometern Tiefen dann diese mögliche Erdgasvorkommen erkunden soll. Der ganze Prozess dauert vom Beginn der Seismik bis zum möglichen Abteufen einer Bohrung 2 bis 3 Jahre. Früher hat man die Seismik nicht ohne Kabel messen können. Früher sind einfach Kabel über die ganze Landschaft gelegt worden und alles ist gemeinsam aufgenommen worden. Heutzutage wird das Ganze mit Messstationen gemacht, die sind autark. Das heißt, die werden von einer Batterie gespeist, sind GPS gesteuert und nehmen die seismischen Wellen direkt vor Ort auf. Das Fahrzeug im Hintergrund ist unser Messrekorder, unser Messfahrzeug. Dieses Fahrzeug koordiniert unsere Impulsgeberfahrzeuge. Wir haben davon 4 Flotten im Feld. Das sind 3 Fahrzeuge je Flotte, also insgesamt 12 Fahrzeuge im Feld. Und dieses Messfahrzeug dirigiert quasi diese Fahrzeuge. Unsere Messungen werden von der ökologischen Bauaufsicht begleitet. Die stellen einfach sicher, dass die naturschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. Das wäre zum Beispiel, dass wir einen gewissen Mindestabstand zu einem Adlerhorst einhalten, der ist 500 Meter. Und unsere Impulsgeberfahrzeuge dürfen diesen Radius nicht unterschreiten. Circa 10% des österreichischen Erdgasverbrauches wird von der OMV produziert. Und um diese Versorgung auch in Zukunft sicherstellen zu können, versuchen wir mit Hilfe der neu gewonnenen seismischen Daten noch nicht entdeckte mögliche Erdgasstrukturen im Untergrund zu erkennen und im Anschluss zu fördern, um die Versorgungssicherheit mit Erdgas auch in Zukunft gewährleisten zu können.